Wir haben in letzter Zeit ein bisschen Stromprobleme, das sieht man gerade hier ganz gut. Der Geysir ist zwar an, dennoch haben wir hier irgendwie tatsächlich weniger Natural Gas als... also es wird auf jeden Fall weniger, so das wollte ich sagen. Und das ist natürlich etwas bedenklich. Andererseits sieht man, dass wir hier eine ganze Menge Plastik aktuell haben. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Wir dekonstrukten die Plastikpresse und stattdessen bauen wir einen Petroleumgenerator hin. Ja, das ist also mein Plan. Dann können wir nämlich hier das, was aus der Metal Refinery rauskommt, einfach mal hier verarbeiten in Energie statt Plastik, weil Plastik haben wir aktuell mehr als genug eigentlich. Und ja, dann bauen wir das einfach mal. Petroleumgenerator haben wir hier. Habe ich tatsächlich noch nie gebaut hier im Spiel. Das heißt, ich bin durchaus gespannt, wie das jetzt aussehen wird alles, wie das funktionieren wird. Und ja, bauen wir den einfach mal hier hin. Ist auch direkt irgendwie am Strom angeschlossen. Wobei es jetzt nicht am Hauptstromnetz angeschlossen ist, aber... Ja, gut. Wird schon irgendwie passen, hoffe ich mal. Power plus 2 Kilowatt. Das ist eigentlich so viel? Nee, das hätte ich doch gerne oben dann. Weil es einfach doch so viel Power ist. Die möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie unnötig verschwenden. Sondern dann packen wir das eben entsprechend hier ran. Und müssen halt dann da die Pipe noch ein bisschen weiter bauen. Das ist ja auch kein großes Problem. Einfach hier hoch, hier rüber und hier rein. Perfekt. So, man könnte sich auch überlegen, vielleicht das eine oder andere Mesh-Teil einzubauen hier. Aber jetzt lassen wir es erstmal bauen und schauen da mal weiter. Ansonsten fehlt hier auch wieder ein bisschen Leim, damit es hier richtig vorangeht. Deswegen, ja, hab gerade da unten ein bisschen Leim abbauen lassen. Das ist scheinbar auch schon weg und wird vermutlich schon verarbeitet. Also nicht Leim, sondern Fossil baue ich hier ab. Hier müssen wir immer mal wieder so ein bisschen Leitern bauen, damit die da rankommen. Aber generell haben wir doch schon viel Fossil auch verbraucht. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Hier, ich mache hier gerade so ein bisschen frei. Ich möchte hier später einen größeren Reaktor bauen. Kommt dann eben bei Zeiten. Jetzt erstmal mache ich einfach nur schon mal eben alles frei. Dafür. Gut, und wir haben müssen natürlich noch viel Öl und so weiter dann verarbeiten tatsächlich. Wir haben dann noch eine ganze Menge auf Halde. Was ich gerne mit der Zeit auch verbrauchen würde. Gut, hier unten haben wir eine ganze Menge Fossil. Daraus kann man eine Menge Leim herstellen. Deswegen, ja, gebe ich einfach mal ein bisschen was in Auftrag hier. So, gut. Das muss erstmal reichen. Irgendeinen Jobs haben wir mastert. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts sonderlich Spannendes Neues. Ja, gut. So, da wird auch der Reaktor schon gebaut. Da freue ich mich auf jeden Fall. 2 Kilowatt ist natürlich richtig ordentlich. Frage ist natürlich auch, wie viel verbraucht er dann tatsächlich? Können wir schon vorstellen, dass er recht viel verbraucht. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich habe den noch nie gebaut. Also wirklich auch nicht irgendwie in einem Creative-Spielstand oder so. Von dem her bin ich auf jeden Fall gespannt. So, okay. Petroleumgenerator ist da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Petroleum. Das wäre natürlich schön, wenn sich dann einer irgendwann mal drum kümmern würde. Naja, kann natürlich noch einen Moment dauern. Wir können jetzt hier, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Platz haben, tatsächlich diesen Fireman Pole noch weiter bauen. Damit die dann auch wirklich hier ganz bis zu der Ebene runterrutschen können. Naja, ich bringe jetzt keinen großen Vorteil, aber dann ist er nicht so in der Luft abgehackt. Ansonsten sieht man hier, wir haben tatsächlich mittlerweile eine ganze Menge Stahl. Ich habe das nämlich jetzt hier ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Das heißt, ja, guck mal hier, der läuft auch schon mehr oder weniger. Weil das hier falsch eingestellt ist, wir müssen sagen above. So, dann hört das nämlich auf. Und dann sagen wir, er soll nur angehen, wenn wir mehr als 200 Kilogramm Wasser da drin haben. Wobei 200 ist schon recht viel eigentlich. 100 sollte eigentlich reichen. So, dann Rocketry, Research Modul. So, packen wir hier noch eins drauf. Leider kann ich die irgendwie, das ist ein bisschen unschön. Ich kann die jetzt nicht da wieder drauf packen. Ich muss warten, bis das nächste gebaut ist. Und dann kann ich erst weiterbauen. Na gut. In der Zeit kann man eigentlich schon mal hier einen Liquid Output Vent bauen. Einfach mal, ja, hier so hin. Kann ich nämlich hier die Insulated Pipe bauen. Die hatte ich da aus Keramik gebaut, aber das ist eigentlich nicht so, ja, wobei.
Ah, wir haben aber gar keine Keramik. Dann bauen wir es halt einfach hier mit Ignis Rock. Dafür aber immer noch isoliert. Und jetzt. Eigentlich soll die Brücke eher da hoch, damit dann, wenn wir hier bei der Pumpe was haben, dass es quasi immer priorisiert wird. Das heißt, wir bauen es einfach mal so. So, keine Ahnung, ob das jetzt hier so mega sinnvoll ist oder nicht. Aber wir bauen es einfach mal so. Gut. Ansonsten, die Pipe ist vermutlich jetzt fertig. Ich muss selbst gerade erstmal noch schauen, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Jawohl, da fehlt irgendwie ein Stück Leiter, aber. Ah ne, guck mal, da ist was noch nicht fertig gebaut. Okay. Dann machen wir da mal die Priorität noch ein Tick höher. Komm, beim Buddeln auch. So. Ach, die kommen da nicht rein wegen. Ah, ja, okay. Wir müssen uns hier so ein bisschen abflachen. So, jetzt kommen sie besser rein. Gut. Hier lassen sich natürlich wieder viele massieren. Ich habe nämlich mal ein bisschen das Zeug ausgemacht, weil sie ja doch immer ordentlich Strom frisst. Aber im Endeffekt, wenn sie sich dann massieren lassen, haben wir auch nicht wirklich viel gewonnen. Also, ja, ich weiß noch nicht so ganz. Ansonsten hier drinnen könnten wir zum Beispiel auch mal noch ein Bild oder so aufhängen. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Damit es denen da ein bisschen. Damit die es ein bisschen schöner haben, ne? In ihrer Bude da. So, dann können wir nämlich hier einfach mal so ein Bild bauen. Und eigentlich können wir sogar noch so ein Bild bauen. So. Gut, da haben die es nämlich auch ein bisschen schöner. Die hier haben zumindest die Statue. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, so können wir es erstmal lassen. Wir könnten hier nochmal ein. Ja, wobei hier ist der Dekor eigentlich nicht ganz so wichtig. Wir sollten eher schauen, dass wir hier das Zeug, was also rumliegt, das muss weg. Weil das macht den Dekor tatsächlich ganz schön runter. Das wusste ich davor auch noch nicht so wirklich. War mir noch nicht so ganz bewusst. Aber tatsächlich, wenn da Zeug rumliegt, zieht das den Dekor ganz schön runter. Gerade wenn da ein bisschen mehr liegt als nur ein Stück. Von dem her besser hier gerade in der Base drauf achten, dass wir da nicht so viel komisches Zeug rumliegen haben. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wobei hier ist noch was. So. Und da ist auch was. Interessant. So, wir haben jetzt fünf Research-Module hier auf der Rakete drauf. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch diese Command-Kapsel. Und jawohl, das sieht auch so aus, als wäre es in der richtigen Höhe. Das hatte ich nämlich mal offscreen ein bisschen getestet. Aber ja, das passt nämlich dann genau perfekt. Kommen nämlich hier tatsächlich nochmal vier Bunker-Doors insgesamt hin. Die werde ich entsprechend verkabeln, damit die hier tatsächlich das Zeug ein bisschen entfernen können. Wie das geht, sage ich gleich. Aber zunächst mal müssen wir das Ding eben bauen. Und wir brauchen auch gleich noch ein Gauntry. Das heißt, der braucht auch nochmal 200 Kilogramm Stahl. Und für die Türen brauchen wir auch nochmal Stahl. Also, ja, wir werden definitiv nochmal ein bisschen länger brauchen, bis es hier ganz fertig ist. Aber zumindest können wir jetzt eben diese Command-Kapsel bauen. Und damit haben wir eigentlich auch unsere erste Rakete vollendet. Ja, so soll die später aussehen. So soll es gemacht werden. Und mit der hoffe ich, dass wir abheben können. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das so funktionieren wird. Mir fällt gerade auf, es stimmt gar nicht ganz, was ich euch da gesagt habe. Wir werden nämlich statt der Bunker-Doors werden wir einfach solche Türen verwenden. Die brauchen nämlich auch keinen Strom. Und dann können wir nämlich mit denen anfangen, ein bisschen zu basteln. Jawohl, das brauchen wir eigentlich. So, dann machen wir die auch noch zu. Wir können mal schauen. Ich hätte hier später gerne eigentlich irgendeine Art Wartungszugang. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie realisieren können. Dann die Automation Wire muss hier eigentlich auch weg. Wir brauchen nämlich gleich ein bisschen Platz, weil wir da wieder eigene Automation reinpacken werden. Das heißt, huch. Ja, der Robominer kann eigentlich auch weg. Den brauchen wir da tatsächlich gar nicht mehr. Dadurch, dass wir hier eine andere Methode nutzen, um das Zeug loszuwerden. Jawohl. Hier brauche ich auch mal Insulation und da hinten eigentlich am besten dann auch. Wundert mich, dass es da überhaupt geht. Ah, ne, es geht nicht. Okay. Genau, wir bauen hier diese Türen und dann, jetzt muss ich überlegen, wie muss ich die verbinden? Wie muss diese Automation aussehen? Ich kann die Automation eigentlich hier reinbauen, das sollte eigentlich nicht stören. Dann werden wir halt erst diesen Space Scanner mehr oder weniger nicht mehr nutzen tatsächlich.
Könnte schwierig werden, wenn die Rakete dann ankommt. Aber müssen wir schauen. Ich würde auf jeden Fall gerne die Rakete heute noch losschicken. Das wäre schön. So, dementsprechend benötigen wir eine Sache, die kennen wir eigentlich schon fast. Und zwar ein... Ich mache diesmal einen Clock-Sensor mal hier oben hin. Dann ein UND-Gate. Dann ein... Man könnte es entweder direkt mit einem NOT-Gate machen, oder aber, ich glaube, das mache ich erstmal noch. Filter-Gate. Nee, Buffer-Gate. Ja, drehen wir einmal. Und dann können wir eigentlich ein NOT-Gate hinpacken. So, ihr seht, das ist auch wieder so eine Art Clock. Das ist auch wieder die Idee, dass es so ein bisschen durchcycelt. Allerdings durch das Buffer-Gate ein bisschen langsamer. Und dann kann man hier diesen Output nehmen. Und müssen den noch einmal verodern. Zusätzlich bauen wir nochmal einen Clock-Sensor. Den hier oben hätten wir eigentlich weglassen können. Den brauchen wir gar nicht unbedingt. Den bauen wir hier hin. Und verbinden das dann hiermit. Und das hiermit. Signal von dem Oder-Gate. Geht dann hier hoch. Ich dekonstrukte mal das eine Teil, damit die hier schön hinkommen. Und dann sollte es eigentlich auch schon funktionieren. Ah, wobei, es ist immer noch nicht so ganz schön, weil eigentlich müssen wir schon auch auf Meteoriten und so achten. Das heißt, so richtig gut wird es nicht funktionieren. Da müssen wir die Banke daraus immer noch schließen, wenn wir Meteoritenschauer haben. Allerdings... Ja... Wir könnten jetzt irgendwo eine Art Ausgang bauen. Aus dem System. Wenn wir ein Teil Stahl hätten, ja, es sieht so aus, als hätten wir das, dann könnten wir nämlich hier das Teil bauen. Dann würde ich hier diese Isolierung nochmal abbrechen. Ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Und dann könnten wir hier abreißen und dann dort irgendeine Tür reinbauen. Und dann kommt man hier raus und kann dann hier auch manuell einfach das Zeug wegmachen, recht schnell. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir können auch direkt dann hier eine Tür reinbauen. So. Ah, aber das wurde endlich gebaut. Sehr schön. Das heißt, hier fehlen jetzt natürlich noch so ein paar Sachen. Das ist klar. Has Atmosuit. Da muss eben noch ein Atmosuit rein. Wir brauchen einen Astronaut. Dafür müssen wir sorgen. Und wir brauchen eine Destination. Gut. Wir gehen da schon mal rein. Wir haben jetzt hier unsere Rocket. Die könnten wir auch gleich... Moment mal. Hier, die würde ich gerne umbenennen. Wobei Jupiter 3 ist eigentlich schon ganz geil vom Namen her. Ich hätte es irgendwie Startrocket oder so genannt. Aber eigentlich ist es eine coole Idee, da ein bisschen bessere Namen zu nehmen. Da ist es aber, huch, irgendwie ist es hier gerade etwas merkwürdig. Da ist es hier aber Jupiter 1. So. Und Jupiter 1 ist es hier und wir können hier alle Informationen hier abfragen im Endeffekt. Wir sehen, wir haben aktuell noch keinen Thrust, weil wir einfach noch gar keinen Fuel drin haben. Das sieht man auch hier unten. Wir brauchen erstmal keinen Oxidizer, das heißt, das wird auch immer bei 0 bleiben. Wir haben schon eine Leermasse von 3,2 Tonnen. Die ist schon fest, allein schon wegen den ganzen Research-Modulen. Entsprechend werden wir dann später sehen, wie weit wir kommen. Aktuell haben wir eine Range von 0 cm. Wir können also so erstmal gar nicht wirklich abheben. Wir haben aber noch keinen Fuel drin, von dem her ist es auch nicht unbedingt verwunderlich. So, Jupiter 1. Die kann auch bald beliefert werden eigentlich mit einem Atmosuit. Ich habe nämlich schon mal einen hergestellt für die. Und dann können wir eigentlich auch Travaldo bald schon zum Astronauten machen. Dann würde ich aber, glaube ich, nochmal eine zusätzliche... Wir werden hier diese Türen erstmal komplett manuell schalten, glaube ich. Das heißt, wir nehmen wieder einen Clock-Sensor. Bauen den aber diesmal woanders hin. Zum Beispiel hier hin. Können wir hier rüber brücken. Huch, nicht mit Stahl. Wobei Stahl ist auch nicht so weit weg, aber lieber mit Gold wieder. So. Hier hin und dann verbinden und verbinden. So.
Muss ich nur schauen, dass das Ding auch ausgeschalten ist. Genauso hier, das Ding ist für die Über... Ja, erstmal müssen wir es ausmachen auf jeden Fall. Das ist dafür da, dass wir später, wenn wir die Rakete starten wollen, dann müssen wir die halt entsprechend anmachen. Das ist das Raketenstartsystem. Könnten wir eigentlich sogar theoretisch diesen Sensor auch entsprechend mit ran schließen. Also eigentlich hätten wir das auch hier irgendwie direkt anschließen können. Naja, ist auch egal. Können es aber auch immer noch machen. Ach komm, warum nicht? Wobei wir das dann eigentlich schöner anschließen könnten. Wenn wir das hier so brücken würden. Hier hoch. Dann kann das auch wieder weg. Gut, ich hoffe, das ist alles aus Gold. Ja, sieht richtig aus. Sehr schön. So, bisher haben wir leider auch erst eine Tür gebaut bekommen. Das heißt, hier, die sollen sich mal ein bisschen beeilen, bitte. Bisschen hinne machen hier. Ich will jetzt langsam die Rakete starten. Wobei, uns fehlt natürlich... Wobei, nee, Stahl haben wir wieder. Das heißt, wir können einen Gauntree bauen. So, der muss hier hin. Er braucht auch Strom. Das heißt, wir sollten hier dann direkt mal auch eine Wire planen. Dorthin. Das ist zum Glück recht einfach. So, perfekt. Den Gauntree müssen wir dann auch steuern. Das können wir aber auch tatsächlich hiermit machen. Dann wird das einfach so die Zentralsteuerung für den Raketenstart. So. Cool ist auch, dass der trotzdem noch Meteoriten erkennt. Obwohl er hier komplett eingebaut ist. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, er kann halt... Also, er erkennt es eine Sekunde bevor es kommt. Im Worst Case. Das ist natürlich sehr schlecht, aber... Er kann es immer noch auch recht früh erkennen. Also jetzt hier, wenn das er kann, erkennt, hätte wahrscheinlich gereicht, um dann hier die Türen zu schließen. Naja. Später brauchen wir dann natürlich ein besseres Setup, aber zunächst mal reicht das eigentlich, was wir hier haben. Wir können nämlich hier auch mal ein bisschen was abreißen. Den... Ah ja, der wird schon deconstructed. Okay. So, schaut euch das hier mal an. Wir haben hier tatsächlich noch irgendein Geysir oder Vulkan oder was auch immer nicht entdeckt. Und tatsächlich, ich hätte mich nicht einfach so auf die Suche gemacht. Ich wollte mal ein bisschen was testen. Und es gibt so einen komischen Safe-Game-Editor. Duplicity heißt er, glaube ich. Und da kann man dann entsprechend auch so ein paar Dinge einstellen. Also keine Sorge, ich habe jetzt nicht an dem Safe irgendwas verändert. Ich wollte einfach nur mal schauen, was man so alles theoretisch machen kann. Und... Ja, dann ist mir aufgefallen, dass wir wohl noch einen Vulkan haben, den ich nicht entdeckt habe. Und das hat mich durchaus etwas verwirrt. Damit hatte ich nämlich nicht gerechnet eigentlich. Aber, ja, tatsächlich, hier ist wohl noch was. Und wie gesagt, soweit ich das gesehen habe, müsste es ein Vulkan sein. Und wir werden es einfach mal ausbuddeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es ist. Ah, guck mal, da wird sogar schon losgearbeitet. Sehr schön. Okay, jetzt ist Downtime. Toll. Das Schichtsystem hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist nämlich einfach, dass die viel schneller auch zurückgehen dann. Naja, gut. Egal. Trotzdem mag ich unser Schichtsystem eigentlich. Also ich werde es jetzt nicht wieder entfernen oder so. Nur, ja, es hat halt leider nicht nur Vorteile, ne? Aber so an sich finde ich es eigentlich ganz cool. Problem ist halt primär eigentlich die Laufwege. Das heißt, mit dem Schichtsystem braucht man dann eigentlich recht kurze Laufwege. Oder halt ein gutes Transit-Tube-System. Und das haben wir jetzt noch nicht so unbedingt, deswegen, ja, noch ein bisschen schwierig. Aber mit der Zeit kriegen wir das auch hin. Hier, ich glaube, da kommen die noch nicht so ganz lang, oder? Weil irgendwie wird da, glaube ich, wenig abgeerntet bisher. Zumindest hier unten habe ich so das Gefühl, dass da noch recht wenig abgeerntet wurde. Deswegen baue ich hier einfach mal ein bisschen auf. So, damit wir auch an die letzten, an das letzte Sleetweed rankommen. So, gut. Da unten ist auch noch was. Bauen wir vielleicht einfach hier so ein bisschen auf. So, dann müssen wir auch nach da unten kommen. Und hier... Pressure. Ah, zu wenig Druck, so wie es aussieht. Ja, gut. Will man da jetzt noch rein oder nicht? Warum nicht? Sollte eigentlich nicht schaden. So. Gut, dann sind wir auch hier gleich beim Vulkan schon.
Aber ich habe mir noch nicht geschaut, was es. Wobei, es hieß, glaube ich, ja, Vulkan halt, ne? Also müsste Magma rauskommen. Aber ich weiß nicht, bei welchen Temperaturen und so weiter. Also da habe ich mich jetzt noch nicht spoilern lassen. Vielleicht ist es auch was anderes, aber es müsste eigentlich der Vulkan sein. So. Müssen wir halt schauen, ob sich das überhaupt so lohnt. Das kann ich euch auch noch nicht sagen. Denn kommt ein bisschen darauf an, was genau rauskommt und vor allem bei welcher Temperatur und welche Menge. Ne? Je nachdem, ob das halt dann wirklich viel ausgibt oder ob es eher was Kleines ist, mit dem man nicht viel anfangen kann. Willst du mich verarschen? Das eine Teil noch, hallo. Oh, jetzt sind wir genau da und dennoch können wir es noch nicht sehen, weil da noch ein Teil fehlt. Ah, na gut, aber wir sind fast da. So, sehr schön, da haben wir das Teil weg. Kann sogar sein, dass ich den irgendwann schon mal gesehen habe, aber da habe ich den einfach komplett wieder vergessen. Also, es ist ein Vulkan. Es kommen 216 Kilogramm pro Sekunde raus bei 1700 Grad Celsius. Dementsprechend kommt sicherlich wieder Magma, also flüssiger Ignis Rock an im Endeffekt. Und ist leider auch wieder nicht sonderlich lang aktiv, 65 von 8400. Aber vergleichen wir das mal mit unserem schon gefundenen Vulkan. Das heißt 200, okay, da kommt schon deutlich mehr raus, ein bisschen wärmer. Ja, ich glaube, man kann sagen, der neue Vulkan ist besser. Und zwar schon fast doppelt so gut, nicht ganz vielleicht. Hier ist auch ein Minor Volcano und hier haben wir einen richtigen Vulkan. Okay, das heißt, es wird sich hier dann vermutlich doch lohnen, auch noch eine Turbine zu bauen, bei Zeiten. Und mit dem dann auch nochmal ein bisschen Energie zu bekommen. Ja, gerade kommt, ja, es kommt deutlich mehr raus. Na gut, Temperatur ist ähnlich, aber, ja, fast doppelt so gut, glaube ich. Ja, wir analysieren den natürlich mal noch, damit wir das auch ganz genau sehen, wie lange auch aktiv ist und so weiter. Kann natürlich sein, dass irgendwie weniger aktiv ist, dann wird es sich auch nicht so mega lohnen. Wir hatten ja auch immer eine kaputte Batterie bei dem hier. Mittlerweile funktioniert die wieder. Deswegen hat er sich hier richtig viel Dampf aufgestaut tatsächlich. Jetzt geht's aber wieder. Jetzt ist nicht mehr so krass. Na gut. Generell Strom sieht wieder etwas besser aus, da wir jetzt auch den Petroleumgenerator unten haben. Ja, dann passt es halbwegs. Aber immer noch sieht strommäßig nicht so ganz dufte aus. Gut, wir haben jetzt eigentlich alles soweit vorbereitet, dass wir ein bisschen Wasser hier hineingeben können. Fangen wir mal an mit 100 Gramm pro Sekunde. Ich will jetzt noch nicht zu viel machen. Aber zumindest schon mal ein bisschen. Das hat aber irgendwie nicht so gut... Ah, da muss immer einer hin, um das umzustellen, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass da immer einer hin muss. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch. Machen wir doch gleich 1000. Ja, machen wir erstmal 1000. Mir fällt doch auf, also ich meine 100 Kilogramm hier pro Teil ist immer noch eine Menge eigentlich, aber gut. Eigentlich müssen wir sogar 10.000 machen. Das ist eigentlich eher so als Dingen gedacht. Um hier mehr so als Stopp für uns, damit wir das ausschalten können, ohne dass wir Strom dafür verbrauchen. Ich hätte auch einen Shut aufbauen können, aber der braucht natürlich Strom, das war mir jetzt so blöd, aber so im Nachhinein... So sind wir immer auf die blöden Duplikins angewiesen und die brauchen auch immer ein bisschen, bis sie da irgendwas umstellen. Naja, ob das jetzt sich so sehr gelohnt hat, weiß ich nicht. Nun ja, nun ja. Gut, zumindest wird hier oben jetzt auch ein bisschen weiter gebaut. Der Gauntry ist da, yes! Dementsprechend müsste der Atmosuit bald kommen. Die Destination haben wir auch noch nicht selected, das ist aber okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit, wir müssen ja eh erstmal befüllen, ne? Das wird noch einen Moment dauern. Gerade wenn wir das hier nicht richtig umstellen. Ah, jetzt wird es umgestellt. Perfekt, da kommt jetzt das Wasser rein. So, danach können wir vielleicht mal auf 1 Kilogramm oder so umstellen. So, das träufelt jetzt hier alles schön nach und nach hier rein. Oh, es wird sogar relativ schnell mehr, muss ich sagen. So viel braucht man vielleicht doch nicht. Ich stelle wieder runter, aber das wird sich jetzt natürlich erstmal ordentlich füllen, bis da irgendwer umstellt. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon genug Wasser drin, damit der hier anfangen dürfte gleich. Ja, da geht's schon los. Und da seht ihr schon, ja, man hört's ja eigentlich ganz gut. Kann aber auf langsamer stellen. Also da geht jetzt ganz oft eben an und aus. Und dadurch, man sieht's schon, das Wasser wird hier tatsächlich wärmer. Wir sind gleich bei 40 Grad. Also das funktioniert tatsächlich perfekt. Der ist, wird jetzt gerade umgestellt, glaube ich, dass sie auch wirklich nur noch 100 Gramm durchkommen. Ja, genau. Damit jetzt hier nicht mehr so viel Wasser nachströmt.
Denn sonst musst du halt echt sehr, sehr viel erhitzen. So, und dann schauen wir mal, dass es hier nach und nach sich auch tatsächlich erhitzt. Hier müssen wir ein bisschen, die Prioritäten hier sind noch nicht hoch genug. Auch am besten auf 9. Damit er auch entsprechend die Pumpe bald loslegen kann. So, auf jeden Fall wird er eben schon gut aufgeheizt. Ihr seht, also wir sind schon bei 60 Grad. Also so ein Teppich da ist das echt krass. Der kann richtig gut aufheizen. Und das, obwohl wir auch hier 200 Kilogramm Wasser haben. Also wir erzeugen hier wirklich eine ganze Menge Hitze. Über dieses Verfahren. Und es braucht schon auch eine Menge Strom, aber es geht noch. Es könnte auch mehr sein. Also, ja. Gut, hier wurde jetzt schon Zeug geliefert, aber das reicht natürlich noch nicht. Okay, Construction Event. Okay, da ist wohl alles geliefert worden. Jetzt muss es nur noch einer bauen. Da soll es also auch bald vorangehen. Wir sind hier in der Zwischenzeit schon fast bei 90 Grad Celsius. Also schon eine ganze Menge tatsächlich. Oh ja, da kommt schon der erste Dampf. Und ja, da wird er schon lang geleitet. Leider haben wir keine mega gute Isolierung in der Pipe. Ich hoffe, das geht trotzdem. Sieht aber bisher ganz gut aus. Und damit füllt sich hier gerade unser Tank mit Dampf. Perfekt. So, jetzt hört man, hier ist jetzt sogar zu wenig Wasser drin aktuell. Deswegen ist er jetzt hier aus. Das heißt, wir brauchen auch gerade keinen Strom. Und wir haben hier noch 100 Kilogramm Steam. Und das wird jetzt nach und nach alles schön hier abgepumpt. Das CO2, was drin ist, wird hier über den Vent ausgegeben. Und ja, wie gesagt, nach und nach füllt sich hier die Rakete. Jawohl, das heißt, wir haben gleich den Treibstoff. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier oben weiterbauen. Und deswegen stellen wir das Ganze auch mal auf eine höhere Priorität, damit hier was passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach gerade gar nicht rankommen an denen. An das Zeug. Ich habe das aktuell auch nicht verbunden. Dadurch können wir eigentlich... Ja genau, ich habe da noch einen Streckenabschnitt weggelassen. Können wir eigentlich hier öffnen? Nur dafür muss ich hier anmachen. Das können wir gleich mal testen. Ich mache auf Active Duration und ihr seht, alle Türen gehen super schön hier erstmal auf. Das heißt, jetzt kann auch hier diese Stromleitung gelegt werden. Super. So, was macht die Rakete in der Zwischenzeit? Ja, wir sind schon hier bei 1/10, haben wir schon. Sehr schön. Wir können auch mal hier auf die Star Map gucken. Da sehen wir es auch tatsächlich. Ja, es geht langsam los, aber wir sind immer noch bei noch viel zu wenig. Das heißt, wir haben jetzt immer noch hier Total Range von 0 cm, weil wir einfach auch so eine Penalty haben von unserem Gewicht. Deswegen brauchen wir erst so bei 400 Kilogramm Steam, werden wir da überhaupt irgendeine Reichweite bekommen. Naja, gut. So, jetzt fehlt eigentlich nicht mehr viel. Atmosuit sollte mal geliefert werden. Wir haben eigentlich welche parat. Deswegen, ja, eigentlich sollte es bald passieren. So, in der Zwischenzeit werden hier noch die Türen gebaut. Und die Gates. Jawohl, jetzt geht es ja auch richtig schnell voran. Na gut, halbwegs schnell. Ah, ne, sie hat nur Gold geholt. Sehr schön. Dann kannst du nämlich direkt weitergehen. Damit hier auch die Türen gleich Strom haben und so weiter. The Gauntry hat schon Strom, so wie es aussieht. Hier fehlt eine Automation Wire, an die wir gerade nicht rankommen. Das ist natürlich unschön. Mal gucken, können wir das anders... Ne, es wird schwer, anders zu bauen. Dann werden wir stattdessen einfach hier aufbuddeln. So, perfekt. Gut, was die hier genau machen, werde ich auch gleich zeigen. Das habe ich auch schon mal irgendwann getestet. Das ist sogar schon eine Weile her. Ich hoffe, das funktioniert noch so, wie ich mir das vorstelle. Aber sollte eigentlich. Und zwar können wir damit den Regolith entfernen. Aber gut, wir werden erstmal noch ein bisschen warten. Es muss ja erst alles gebaut werden. Und dann erst können wir es wirklich ausprobieren. Gut, die Rakete ist jetzt auch schon ganz ordentlich voll eigentlich. Also hier dieser Tabidizer... Setup, das funktioniert echt ziemlich gut. Ah, jetzt haben wir Cold Damage. Jetzt haben wir Cold Damage. Ach, verdammt. Das ist natürlich jetzt schlecht.
Das liegt einfach daran, dass hier mittlerweile der Steam schon sehr, sehr kalt geworden ist. Deshalb... Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was wir am besten dagegen tun sollten. Vielleicht ein bisschen aufheizen wieder. Nee, wir sollten da einen Ausschalter machen, wenn es zu kalt wird. Also wir bauen einen... Aber wir müssen da nochmal aufbauen. Na, das ist ja eh gleich kaputt hier alles. Haben wir hier nicht irgendwo... Moment, das können wir auch hier machen. Deconstruct. Wir deconstruct nochmal diese Gaspipe. So. Entsprechend mache ich hier auch den Input wieder aus. Ja, auf 0. Und jetzt benötigen wir da drin nämlich noch einen Temperatursensor, der das dann ausschaltet, die Pumpe am besten. Ja, die Pumpe muss ausschalten. Das wird also eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen noch ein bisschen was hinzufügen. Und dann sage ich hier, dass es nur aktiviert wird, wenn wir über 100 Grad Celsius sind. Entsprechend kommt dann da wieder ein Insulated Teil rein. Oh, wir sind ja sogar schon fast bei 200. Weil auch immer noch niemand das Ding ausgeschalten hat, ne? Ah, ne, die... Okay, ne, ist die Pumpe. Okay. Na gut. Die pumpen natürlich wieder ein bisschen was rein, was hier leider verloren wurde im Kreislauf. Aber wie gesagt, das meiste kriegen wir wieder rein, von dem her passt das. Eigentlich ist ja dafür gedacht, dass wenn die Rakete startet, dass dann entsprechend hier der Steam aufgefangen wird, abkühlt und dann wieder reinkommt. Aber ja, so geht's natürlich auch. So, entsprechend hier unten ist das Wasser wahrscheinlich wieder recht kühl. Ja, geht sogar noch, bei knapp 90 Grad. Haben wir also auch nicht zu viel Wärmeenergie jetzt verloren durch den kleinen Umbau. Wir müssen aber gleich natürlich hier die ganzen Pipes auch wieder aufbauen. Das wird natürlich auch nochmal Material kosten. Zumal wir hier unten, so wie es aussieht, fehlt da eine Pipe. Die muss natürlich gebaut werden. Ah ne, ich glaube es geht. Ich glaube es geht, wir können das Insulated Teil hier schon bauen. Weil direkt bei der Pumpe scheint noch was da zu sein, nur hier fehlt es. Ja, sollte gehen. Gut, wir sind soweit. Wir können jetzt endlich wieder weitermachen und neuen Steam herstellen. Mir fällt gerade auf, hier sieht man scheinbar auch ein bisschen das Level, wie viel Steam schon drin ist. Also ein bisschen haben wir schon gefüllt, aber noch nicht sonderlich viel. Entsprechend, hier können wir eigentlich auch wieder ein bisschen Wasser reingeben. Das wird eh noch ein bisschen dauern, bis es aktiviert ist. Und in der Zeit, ja, wärmt er hier wieder schön auf. Es ist hier auch warm genug gerade, dank dem Temperatursensor. Und entsprechend wird es hier rausgepumpt. So, ich hoffe, dass hier 102 Grad Celsius eine gute Temperatur ist. 100 Grad Celsius. Nicht, dass es irgendwie zu kalt wird oder so. Und dann doch hier Schaden macht. Also vielleicht müssen wir auch irgendwie erhöhen auf 101 oder so. Kann schon alles sein. Hier baue ich auch noch ein AND-Gate ein. Aus dem einfachen Grund, damit ich hier das auch ein bisschen manuell steuern kann. Damit ich hier nämlich manuell das Ganze ausschalten kann. So. Brauchen wir für Wartungsarbeiten. Also vermute ich nicht so häufig, aber zur Sicherheit bauen wir das auch mal ein. So. Und dann kann man aber eigentlich hier echt auch schon langsam starten und das Ganze testen. Gerade eben auch, ob das da Ganze hier auch so zerstört wird, wie ich es haben will. Ah, Atmosuit haben wir mittlerweile auch in der Rakete. Das heißt, es fehlt noch der Astronaut und natürlich dann die Destination. So, aber zunächst mal fehlt ja auch noch ein bisschen Steam, aber das wird auch schon immer besser. Ah ja, jetzt ist das alles hier. Okay, es funktioniert noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Da müssen wir noch irgendwas anders bauen. Kann sein, dass es gehen würde, wenn wir hier statt einem Buffergate ein Filtergate einbauen.
kann es gerade nicht so ganz genau sagen, aber es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Aber so wie ich das gerade sehe, geht der Trick, glaube ich, nicht mehr, der früher funktionierte. Oder muss ich das direkt runterbauen? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es kann natürlich sein, dass ich es direkt runterbauen musste. Na gut, ich werde mal ein bisschen testen. Aber früher konnte man eben den Regolith damit zerstören, aber gerade funktioniert das irgendwie nicht so hundertprozentig. Fällt ja auf jeden Fall nicht durch. Ich dachte, früher ginge das, aber ich glaube, ein bisschen was haben wir auch schon zerstört, ne, wenn ich das hier so sehe. Kann sein, dass einfach nur eine Schicht hier oben bleibt. Wir müssen uns natürlich um die kümmern, das ist ja auch nicht optimal. Ja, mal schauen. Wie ist jetzt irgendwie auch Zeug reingekommen? Ich weiß gar nicht. Ah doch, ich weiß warum. Machen wir das auch mal kurz weg. Ah doch. Perfekt. Zack. Ja, das wollte ich sehen. Okay, jetzt klappt's. Yes. Und mit ein bisschen Zeit hat man direkt alles weg. Ja, ach schön. Das ist so auch wieder so ein bisschen, ne? Aber ob es unbedingt so sein soll, weiß man nicht. Ob es eher Bug-Using ist oder ob es auch wirklich so gedacht ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist das Zeug quasi in der Tür drin. Und wenn die Tür dann zugeht, dann wird es im Endeffekt tatsächlich zerstört, weil es nirgendwo anders hin kann. Und ja, das nutzen wir hier halt so ein bisschen aus, ne? Ja, aber so ein bisschen was muss man ja auch ausnutzen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. So, gut, also. Startbahn ist eigentlich offen. Wir können mal schauen, wie viel Steam wir mittlerweile drin haben. Noch nicht so viel, leider. Wir sollten hier noch mehr Wasser reinliefern. Ah, wir sind bald wieder auf entsprechendem Level. Okay. Ein bisschen Steam haben wir auch noch da, aber der war jetzt einfach noch zu kalt, zu warm. Zu kalt, ja. So, da wird es mehr und auch wieder wärmerer Steam, aber wie man sieht, reicht es nicht so ganz.